Herzlich willkommen bei Numara. Ich möchte Ihnen heute einfach mal unseren Doppeldecker zeigen und ich finde ihn einfach genial. Diese Form ist meine Traumform und Sie können hier damit machen mal einen Ehering für Hochzeiten. Sie können hier drin einfach einen schönen Schneemann machen. Sie können hier eine schöne Katze machen. Sie können hier eine Sonnenbrille machen. Sie können hier unheimlich toll dekorativ backen, ja? Und was mir sehr gut gefällt, ist einfach, ich mache jetzt zwei Kuchen. Hier mache ich Joghurt-Kokos rein und hier mache ich einfach nur Nougat rein. Und dann haben Sie zwei verschiedene Torten auf einen Schlag. Das ist einfach eine schöne Sache. Was jetzt sehr, sehr wichtig einfach ist, wenn Sie Nuss-Nougat machen, ich habe das einfach aufgelöst und einfach unter die Sahne gerührt. Und mit Nuss-Nougat können Sie natürlich Füllungen für Ihre Torte machen. Sie können es zum Überziehen von Torten hernehmen und natürlich ganz, ganz toll im Hefezopf drin. Schmeckt es genial. Und natürlich auch, wenn Sie Torten ausgarnieren und Sie möchten irgendwas unten am Boden mit Nuss-Nougat draufgeben, einfach draufstreichen, fertig. Wir haben jetzt einfach unseren Boden im Doppeldecker gebacken und haben so circa nach 8 Minuten nach dem Auskühlen ausgelöst. Das ist sehr, sehr wichtig, dass Sie es dann lauwarm auslösen, damit der Boden nach innen schrumpft und dann können Sie wunderbar außen gleich diesen Rand rumspritzen. Und das machen wir jetzt. Also wir spritzen jetzt einfach diesen Rand außen rum mit unserer Lochtülle. Ist das eine sehr schöne Sache und das spritzen wir jetzt ganz hoch bis nach oben und natürlich mit Hilfe unserer Drehplatte geht es natürlich sehr, sehr schnell. So, wir geben jetzt einfach auf die eine Seite unsere Nougat-Creme, nehmen unsere kleine Winkelpalette und streichen das Ganze jetzt einfach rein. So, wir streichen auf die eine Seite das Ganze und auf die andere Seite jetzt unser Joghurt-Kokos. Und so haben Sie beides gleich gefüllt. So, wir streichen jetzt oben einfach die Sahne drauf und streichen das Ganze einfach glatt. Das Ganze ist gefüllt und es geht rucki zucki schnell. So, wir ziehen jetzt einfach vorsichtig an und nehmen das Ganze jetzt einfach raus. Und schon ist unsere Torte überzogen. Wir haben das Ganze oben abgezogen und jetzt gehen wir einfach her, nehmen nochmal unsere kleine Palette und streichen das Ganze einfach jetzt glatt. Mit unserer Lochtülle spritzen wir jetzt das kleine Rändchen einfach unten zu, das noch rausschaut und dann haben Sie nämlich einen schönen, sauberen Abschluss. Und oben spritzen wir genauso mit dieser Lochtülle das Rändchen. Unsere weihnachtliche Torte wäre jetzt fertig und die Amann und die Simone, die haben das Ganze ausgarniert und verziert und die zeigen Ihnen jetzt, wie das Ganze funktioniert. Und ich möchte mich bei euch recht herzlich bedanken. Ihr macht es sowas von toll. Ich bin von euch sowas von begeistert, weil wir so ein tolles Team sind. Vielen herzlichen Dank. Ihr macht es mit einer großen Liebe. Vielen herzlichen Dank für alles. Hallo. Hallo. Wir sind wieder da. Ich zeige euch, hier haben wir diese Torte, hier garniert mit unserer Buchstabenmatte. Und ich zeige, wie haben wir das gemacht. Ich habe hier in meine Schokoschmelzbrunnen habe Elko Saatbitterkultur Chips geschmolzen. Und das nehme ich mini Spitzbeutel und nehme meine Schoko geschmolzene rein ausfülle. Meine mini Spitzbeutel ganz schön ausfülle. Das kommt ganz gut. Und dann kann sie jeden Seite diese Buchstaben benutzen. Mit Hochzeit, mit Geburtstag oder Neujahr. Und zwar, wir haben jetzt wieder Sternchen aus unserem Gewürzmehl gemacht. Da haben wir einen Lebkuchenteig gemacht und haben es mit unserem Ausstecherset Stern ausgestochen. Das sind auch verschiedene Größen, die wir da haben. Das ist ein ganz tolles Set, was wir neu im Programm haben. Und die haben wir jetzt mit unserem Schokofondue aufeinander geklebt und haben uns einen tollen Weihnachtsbaum noch drauf auf unsere Torte gemacht.
und haben uns schön mit Dekorbude noch verziert. So, ich wünsche Ihnen eine schöne, besinnliche Adventszeit. Viel Spaß beim weihnachtlichen Backen und lassen Sie sich von unseren Fachberatern immer dazu alles gut erklären. Tschüss, ade, auf Wiedersehen. Das wünsche ich euch, eine schöne Weihnachtszeit und bleibt alle schön gesund. Ich wünsche auch alle alles Gute und bleiben Sie gesund, Mund und wir nächste Jahre hoffe ich machen wir wieder Backkurse bei Lumara, das vermisst ihr euch schon. Vielen Dank, tschüss! Wenn wollen Sie, dann können Sie die Silberperlen auch drauflegen, das sieht gut aus, auch wie Sie wollen, ohne oder mit.